Hallo, in diesem Video wird es zum ersten Mal ein bisschen näher gehen um PSPACE space als eine Komplexitätsklasse. Ja, polynomiell speicherbeschränkte Algorithmen sind also unser Thema. Was kann man da machen? Ähm, wie schwer ist das? Wir wissen schon so ein bisschen von der Einteilung, die ich Ihnen ähm, vor ein paar Videos schon gezeigt hatte, dass das ein äh, Problem ist, was oberhalb von NP äh, anzusiedeln ist. Ja, P-Space ist also eine Klasse, die. Tendenziell größer ist als NP oder höchstens gleich. Wir wissen ja immer nicht so genau, aber äh, wir gehen schon davon aus, es ist eher schwerer. Und ähm, das heißt, äh, wir werden jetzt auch zum ersten Mal Probleme sehen, die eben noch komplizierter sind als das, was in NP äh, machbar ist und. Es wird sich auch zeigen, noch, dass das gar nicht so unrealistische Probleme sind, sondern dass es tatsächlich in der Praxis sehr oft vorkommt, dass man solche Probleme lösen muss. Also NP ist auf jeden Fall nicht das Ende der Fahnenstange und ähm, es ist ganz gut zu verstehen, was diese Probleme unterscheidet, wie die sich so anfühlen, äh, was der Unterschied ist zwischen äh, den typischen NP-Problemen, die man auch sehr oft trifft, und den PSPACE-Problemen, ähm, die wir jetzt besprechen. Okay, also willkommen zurück. Mein Name ist Markus Kutsch und dies sind die Vorlesungen zum Thema theoretische Informatik und Logik an der TU Dresden. Also, wie gesagt, die erste Frage, die man natürlich stellen kann, ist: Wie bitte noch schwerere Probleme? NP, das war doch schon schwer, das sind doch schon die, die Dinge, die als intractable, als nicht äh, praktisch handhabbar gelten. Aber das ist natürlich noch längst nicht alles. Ja, bisher haben wir tatsächlich nicht viel anderes gesehen. Alle entscheidbaren, schweren Probleme, die wir hatten, wir hatten natürlich auch unentscheidbare, das ist klar, dass die sind dann jenseits all dieser Dinge, aber alle entscheidbaren, schweren Probleme, die ich Ihnen gezeigt hatte, waren auch in NP. Das heißt, Ihre Lösung war leicht verifizierbar. Erfüllbarkeit von SAT, nehmen Sie eine erfüllende Belegung, können Sie prüfen in mehr Zeit NP. Hamilton-Pfade, ja, ein Pfad durch einen Graphen, bei dem jede Kante, jede, jeder äh, Vertex, jeder Knoten genau ein einziges Mal besucht wird. Wenn man so einen Pfad hat, kann man leicht prüfen, klicken, ob sie existieren in Graphen, Rucksackprobleme, bei denen man bestimmte Gegenstände auswählen muss und prüft, ob die Summe dann passt von Gewicht und von Wert. All das np vollständig, all das polynomial verifiziert. Faktorisierung, ein Problem, was wahrscheinlich nicht np vollständig ist, sondern was in äh, Im Schnitt von NP und CoNP liegt, aber immer noch als nicht ähm, polynomial gilt. Und dann zuletzt hatten wir auch über Reichbarkeit in Graphen gesprochen. Ähm, das liegt natürlich auch in NP. Natürlich wissen wir, das kann man viel einfacher lösen. Wir ja, können zum Beispiel Breitensuche machen. Das ist auch in polynomialer Zeit, aber man könnte auch sagen, dass auch hier der Pfad das Zertifikat ist. Gibt es also überhaupt schwierigere Probleme, die ähm, trotzdem noch entscheidbar sind? Ja? Also wo man nicht. Polynomial verifizieren kann, zum Beispiel, wo man also nicht auf Anhieb äh, sieht, wenn ein, die Lösung präsentiert wird, dass die Lösung korrekt ist ähm, und oder wo es vielleicht einfach mal keine Lösung in diesem Sinne gibt. Und dazu gibt es tatsächlich gute Beispiele und eines davon ähm, ist das Problem der Schachrätsel. Ja, also hier sehen Sie ein typisches Schachrätsel, so wie Sie es vielleicht aus irgendeiner Zeitung entnehmen äh, könnten. Ähm, in drei Zügen, Weiß ist am Zug. Kein einfaches Puzzle. Ja. Man muss sich überlegen, wie jetzt die, das Spiel sich weiterentwickeln könnte. Was muss Weiß tun? Wie könnte Schwarz antworten? Was muss Weiß dann je nach Antwort von Schwarz tun? Ähm, wie könnte Schwarz dann antworten? Und wie kommen wir dann zum Schachmatt? Also das äh, ist nicht so leicht. Und dieses Rätsel hier insbesondere, das äh, kann man äh, schon ein bisschen Zeit darauf verwenden, um das zu lösen, aber das ist auf jeden Fall machbar. Ähm, interessant aber daran ist auch, dass es nicht so leicht ist, die Lösung Ihnen mitzuteilen. Also wie könnte ich denn jetzt Ihnen belegen, dass Weiß in drei Zügen Schachmatt erzwingen kann? Das ist nicht einfach nur eine Folge von Zügen, denn es gibt hier viele mögliche, viele denkbare Spielverläufe, wie Sie sich leicht vorstellen können. Ähm, je nachdem, was Sch Schwarz antwortet. Schwarz kann verschiedene Dinge versuchen, um dem Schachmatt zu entkommen. Und für jeden Fall müssen wir eine Antwort parat haben. Das heißt, ich kann nicht einfach nur einen möglichen Pfad durch das Spiel Ihnen sagen und zeigen und sagen, ja, sehen Sie, da gewinnt weiß, sondern ich muss Ihnen glaubhaft machen, dass das in jedem Fall so ist. Und das heißt, ich komme wahrscheinlich nicht umhin, Ihnen alle möglichen Spielverläufe darzulegen. Und das sind dann wieder sehr viele, nicht polynomiell viele. Und das wird dann äh, problematisch, wenn Sie etwas schwierigere Schachrätsel ähm, sich anschauen, zum Beispiel dieses sehr schöne Beispiel: Matt in 262 Zügen. Weiß ist am Zug. Ja, also das ist natürlich dann nicht mehr das, was Sie in typischen Zeitungsaufgaben finden. Das ist auch nicht das, was man als Mensch noch lösen kann. Da können Sie höchstens ein Programm schreiben, welches systematisch und auch noch unter Verwendung von Heuristiken, um den Suchraum kleiner zu halten. Ähm, hier äh, das äh, Problem, ah, diesen Spielraum ähm, exploriert und herausfindet, dass Weiß tatsächlich gewinnen kann. Das ähm, ist natürlich eine sehr seltene Konfiguration hier. Ja? Wenn Sie also ein Schachspiel jemals bestreiten oder in diese Stellung kommen, dann werden Sie wahrscheinlich nicht denken, ach ja, jetzt habe ich gewonnen. Oder als wenn Sie schwarz sind, ah, kann ich auch gleich aufgeben. Ähm, sondern da ist erstmal überhaupt nicht erkennbar, wieso hier irgendetwas. Ähm, überhaupt miteinander in Beziehung steht. Ja, warum die Figuren genau so stehen müssen, wie sie stehen, um diese Situation, um dieses Schachmatt zu erzwingen. Ähm, und es stellt sich auch heraus, dass es nicht leicht zu erzwingen ist. Also nicht so, dass es ihr egal wäre, wie Weiß agiert, sondern Weiß muss tatsächlich 262 Züge lang das Richtige tun und immer weiter äh, auf diesen Spielpfad fortschreiten, die zum Sieg führen am Ende. Ähm, und wenn man sich irgendwann mal vertut, irgendeine ein Zug macht, der nicht genau dem Schema entspricht, dann ähm, wird es einfach nur unentschieden. Ja, das äh, ist also im echten Spiel hier durchaus denkbar, dass Schwarz sich hier noch rettet. Okay, ähm, das ist also ein interessantes Beispiel. Ähm, das die, schöne Beispiel, das schöne Meta-Beispiel, diese Schachrätsel als Beispiel anzuführen, das kommt übrigens von Uh, moore und mertens uh, wunderbarem uh, buch uh, the nature of computation das hatte ich ihnen schon mal nahegelegt uh, ein uh, wirklich interessantes buch über berechnung und über uh, die art wie all das zusammenhängt mit algorithmen uh, was uh, sowohl als populäres buch als auch als, als relativ tiefgründiges lehrbuch herhalten kann uh, sehr gelungen zwei physiker die das geschrieben haben ja. also physiker zeichnen sich aus darin, gute Informatik-Lehrbücher zu schreiben, ähm, wie man da sieht. Äh, aber es ist auf jeden Fall äh, ein Blick wert, ist ein ganz schön dicker Wölzer, aber vielleicht gibt es ja in der Bibliothek bei uns. Okay, gut, ähm, Schachrätsel. Wie Sie sehen also hier, wie ich schon gesagt habe, es gibt kein einfaches Zertifikat, was man offensichtlich erkennen kann. Es ist irgendwie unklar, wie könnte ich Ihnen denn die Tatsache, dass es das wirklich stimmt, dass das äh, hier äh, zum Mat reicht, in irgendeiner weise plausibel machen. das geht letztlich nicht. das einzige, was ich tun kann, ist, ich könnte ein programm schreiben, was das verifiziert. ich könnte ihnen den programmcode zeigen und vielleicht glauben sie mir dann, dass das programm fehlerfrei ist. und dann können wir uns gemeinsam das ergebnis anschauen des programms. aber nachvollziehen werden wir es nicht mehr können. Ja. also schwierige probleme scheint so, ähm, wie schwer genau schach ist, dazu werde ich nochmal kommen müssen. aber ähm, wir sehen zumindest es gibt dinge, bei denen die polynomiale Verifizierbarkeit und auch die polynomiale Verifizierbarkeit des Gegenteils nicht so richtig offensichtlich sind. Ja. Okay. Um jetzt in Richtung P-Space zu kommen, möchte ich aber wieder Probleme aus der Logik bemühen als erste, weil die sich schön einfach spezifizieren lassen und oft gut anpassbar sind für genau die richtige Komplexitätsklasse, in die man, für die man sich gerade interessiert. Wir werden also wieder ein bisschen Aussagenlogik benutzen. Die Videos hier heißen ja theoretische Informatik und Logik, aber wir haben noch gar nicht so sehr viel über Logik gesprochen in den Videos. Ich hatte das natürlich in den, in der Vorgänger, im Vorgängerkurs. Ähm, formale Sprachen Automaten schon einigermaßen mitgemacht und Sie haben sicherlich auch schon an anderer Stelle Aussagenlogik ein bisschen gesehen im Studium. Wie werden wir hier das handhaben? Ich wiederhole einfach nochmal meine Terminologie, damit wir auf der gleichen Seite sind. Ähm, aussagenlogische Formen basieren auf Atomen. Manchmal nennt man die auch Propositionen oder Aussagenlogische Variablen. Ähm, ja, ich liebe die ersteren Bezeichnungen mehr als die letzte, weil Variablen gibt es auch in der Prädikatenlogik nochmal und. Dort sind sie was ganz anderes. Deshalb äh, vielleicht versuchen wir es damit. Man hat dann Junktoren oder Operatoren, mit denen man das Ganze verknüpfen kann: Negation, Konjunktion, Disjunktion, Implikation. Man kann auch mit weniger auskommen, aber die zumindest verwenden wir recht häufig. Wir erlauben außerdem die nullstelligen Operatoren top für wahr und bottom für falsch. Das ist letztlich die syntaktische Version der Wahrheitswerte. Die Belegungen, die Wahrheitswerte, Belegungen ordnen dann jedem Atom, also jeder Proposition, einen Wahrheitswert zu und die schreibe ich als 1 und 0. Wahr und falsch. Ja, wir unterscheiden also zwischen der Syntax, wo man zum Beispiel top schreiben könnte, und der Semantik, wo man also den Wert 1 benutzen würde. Das eine ist, ein, ist etwas, was in einem String äh, kodiert werden kann der eine Formel darstellt, letztlich das andere, das soll äh, dann der, der Wert, die Bedeutung, die mathematische Semantik dieser Formel darstellen. Und wir trennen das in der Regel, damit wir äh, wissen, ob wir gerade mit Formeln äh, und, und Strings hantieren oder ob es um das Ausrechnen von einem Wahrheitswert geht. Okay, gut. Ähm, das ist also die, die, der Rückblick und wir können ähm, damit jetzt einige Probleme definieren. Die haben wir auch schon viel benutzt und Sie kennen die gut. Also, SAT zum Beispiel, da haben wir eine aussagenlogische Formel Phi gegeben und die Frage lautet: Gibt es eine Belegung, also existiert eine Belegung der Atome, mit Wahrheitswerten natürlich, sodass die Formel wahr wird? Ist die Formel erfüllbar? Kann man irgendwie sie auf wahr abbilden? Es gibt aber auch andere Probleme in der Aussagenlogik, zum Beispiel das Tautologieproblem. Ähm, da haben wir ebenfalls eine aussagenlogische Formel gegeben, Phi, aber wir fragen jetzt, ob Phi für alle Belegungen der Atome wahr wird. Und was ich ja vorgehoben habe, ist also, dass der Unterschied zwischen diesen beiden Formulierungen existiert und für alle. Und wir merken, aha, das ist ja selbst schon wieder sehr nah an dem, was man in der Logik gerne macht. Das klingt doch nach einer einem Quantor, ja. Es gibt eine Belegung und für alle Belegungen gilt. Ein Existenzquantor, ein Allquantor. Wir haben ja noch gar nicht über Prädikatenlogik gesprochen, da wird das nochmal äh, mehr äh, Bedeutung erlangen, aber auch hier sehen wir schon so eine Quantifizierung. Und die Probleme sind tatsächlich unterschiedlich. Ähm, Sat ist ein NP-schweres Problem, Tautologie ein QNP-schweres Problem. Also es sind nicht, ist nicht genau das gleiche, es ist ja, ähnlich, aber hat unterschiedliche Komplexitäten, soweit wir wissen. Okay, wir haben also irgendwie hier in der Beschreibung des Problems, nicht in der Formel selbst, aber in der Beschreibung des Problems existenzielle und universelle Quantoren über Wahrheitswerte benutzt. Es gibt eine Belegung für alle Belegungen, gilt. Ähm, das heißt also, ich sage, es gibt einen Wahrheitswert für jede der. Variablen für jede der, der, jedes der Atome in der Formel oder ähm, für alle Wahrheitswerte, die man den Atomen zuordnen kann, geht das. Also die, eine Belegung ist letztlich ja nur eine Liste von ähm, Wahrheitswerten, die ich zuordne. Deshalb Quantoren über Wahrheitswerte, nicht über Belegungen. Okay, und wir wollen jetzt diese Ideen äh, verallgemeinern. Und sagen wenn, wenn ich das existenziell oder universell quantifizieren kann, kann ich das vielleicht auch Mischen diese beiden Dinge? Also anstatt dass ich sage, ähm, ich habe für alle äh, Atome suche ich nach einer möglichen Belegung oder für alle Atome betrachte ich alle möglichen Belegungen, könnte ich vielleicht auch sagen, für manche Atome betrachte ich alle möglichen Belegungen und bei anderen Atomen frage ich nur, ob es vielleicht eine Belegung gibt, sodass die erfüllt werden. Und diese Idee, ähm, bei der man jedes Atom einzeln quantifizieren kann, also deren, dessen mögliche Werte, führt uns zu etwas, was man ähm, quantifizierte bullsche formeln nennt oder auch QBF. Das wird unser erstes typisches Problem für P-Space darstellen. Quantifizierte bullsche formeln QBFs, sind logische Formeln der folgenden Form. Ähm, wir haben vorne einen ein Präfix von quantifizierten Atomen, also die Q1, das umgekehrte Q hier, soll stilisiert an das umgekehrte E und das umgekehrte A erinnern. Ja? Also es könnte E oder A sein, äh, existiert oder für alle. Ähm, eines dieser beiden konkreten Dinge steht hier an jeder Stelle, wo ein Q auftaucht. Und hinter Q1 steht P1, das ist also ein Atom, äh, hinter Q2 steht P2 und so weiter, bis irgendwann QL PL steht. Und hinter dieser, dieser, diesem Präfix von Quantoren folgt eine ganz normale Formel, so wie sie in der Aussagenlogik verwendet wird die aber ähm, als Propositionen P1 bis PL verwenden soll. Also das sind genau die Propositionen, die in der Formel vorkommen dürfen. Mit anderen Worten, jede Proposition, die hier vorkommt, ist auch mit irgendeinem Quantor quantifiziert. Ja, also es kommen keine Atome vor, die nicht für, für die nicht irgendein Quantor eingeführt worden ist. Okay, gut, soweit so abstrakt. Das ist also eine QBF. Jeder, ähm, jedes Atom hat eine mögliche Belegung wie könnte ein beispiel dafür aussehen? ein beispiel wäre ganz einfach zum beispiel das für alle werte von p für alle wahrheitswerte von p gibt es einen wahrheitswert für q so das gilt p impliziert q und q impliziert p. p impliziert q und q impliziert p das können sie sich natürlich auch anders vorstellen. da steht letztlich p ist äquivalent zu q. Ne? also das eine impliziert das andere und das andere das eine. Also die beiden sind äquivalent und was hier steht, ist also für jeden Wahrheitswert von p gibt es einen dazu äquivalenten Wahrheitswert von q. Und wenn ich das so sage, dann sollten Sie schon irgendwie intuitiv sagen, ja klar, das stimmt. Also für jeden Wahrheitswert von p finde ich auch den äquivalenten Wert bei q. Da, ich muss einfach den gleichen wählen, egal welcher für, für p gewählt wurde. Ich kann für q den gleichen wählen, dann stimmen diese Formel. Und die zweite Formel lautet wie folgt: ähm, Für alle Werte von p1, p2, p3, gibt es einen Wert von q, so das gilt, wenn entweder p1 oder p2 oder p3 gilt, dann gilt auch p1 oder q und nicht q oder p2 oder p3. Ähm, auch das ist tatsächlich wahr. Äh, das ist also eine, ähm, im Prinzip eine Formel, die ausdrückt äh, eine bestimmte Umformung, die man in der Aussagenlogik machen kann. Ja, also ich kann... Ähm, durch Einführen eines neuen Qs kann ich also diese Disjunktion von drei Dingen durch eine Disjunktion von p1 mit etwas Neuem und eine Disjunktion von p2 und p3 mit etwas Neuem ausdrücken. Äh, das kann ich zum Beispiel verwenden. Also wir hatten das, das Dreisatzproblem ja, sie erinnern sich, da wenn man also die Erfüllbarkeit von äh, Aussagenlogischen Formeln in Klauselform ähm, oder in, in konjunktiver Normalform betrachtet, bei der jeweils die Disjunktionen nur höchstens drei Elemente enthalten dürfen, also die Klauseln. Das ist das sogenannte Dreisat-Problem. Und man kann zeigen, dass jedes Problem, jede Formel sich in Dreisat umformen lässt, indem man im Prinzip so etwas tut wie hier. Also ähnlich, ich führe ein neues Hilfselement hinzu und zerteile dadurch eine Disjunktion in mehrere. Hier würde das natürlich nicht viel bringen, weil ich immer noch drei Elemente in der Disjunktion habe und tatsächlich komme ich auch nicht unter drei. Ja. Zwei Saat ist ein polynomiales Problem, aber ich könnte, wenn ich hier P1, P2, P3, P4 hätte, könnte ich das auch äh, die gleiche Technik nutzen, um das in Disjunktionen der Größe kleiner gleich drei aufzusplitten. Okay, <laughs> gut. Ähm, das sind also Beispiele für zwei quantifizierte bullsche formeln und im Gegensatz zu dieser allgemeinen Formulierung, die vielleicht ein bisschen ähm, schwer verdaulich ist auf den ersten Blick, sollte das hoffentlich relativ klar sein, wie wir das verstehen. Also wir äh, quantifizieren einfach über die Wahrheitswerte und das, was das intuitiv heißt, ist dann tatsächlich auch das, was, was formal das bedeuten wird. Das werde ich Ihnen gleich definieren. Okay, gut. Ähm, wie soll also jetzt die formale Bedeutung ähm, dieser so einer Quantifizierten Formel, so also einer QBF-Formel aussehen. <laughs> Zunächst einmal wichtige Erkenntnis: jede QBF-Formel hat einen eindeutigen Wahrheitswert. Das ist also nicht so wie in der Propositionallogik, wo man je nach Belegung unterschiedliche Ergebnisse bekommt und wo jede propositionale Formel kann verschieden belegt werden und je nachdem wird dann ein unterschiedliches Endergebnis stehen. Mal ist es wahr, mal ist es falsch, je nachdem, wie je Atome bewertet wurden. Das fällt hier weg, weil ja jede ähm, jedes Atom unter einem Quantor steht, sind die sozusagen alle gebunden. Ja, also die Beispiele, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, waren auch so Beispiele, eben wie für alle Werte von p gibt es einen Wert von q, so dass das gilt. Und das ist entweder wahr oder falsch, dass das so ist. Ähm, da gibt es keine Mehrdeutigkeit, keine Belegungen, die ich betrachten muss. Das ist dadurch, dass alle Variablen gebunden sind, ähm, ist das schon äh, klar, wie, wie das zu, auszuwerten ist. Das heißt also die Semantik von QBF wird nur einen einzigen Wahrheitswert, den ich mit W von Q beschreibe, ähm, der Formel zuordnen. Und das definiere ich jetzt rekursiv äh, oder induktiv, wenn Sie so wollen. Ähm, die QBF-Formeln ohne Atome gibt es. Ja? Es gibt QBF-Formeln, in denen gar keine Atome vorkommen. Wie geht das? Indem ich nämlich meine Operatoren True und False verwende, also bottom, Top und Bottom. Ähm, das, die kann ich ja statt Atomen verwenden und dann habe ich also unter Umständen eine Formel, in der alle äh, Dinge, die vorkommen, also alle alle kleinstmöglichen Teilformeln ähm, schon einen festen Wahrheitswert haben. Und die kann ich einfach evaluieren. Ja? Also ich muss einfach nur, wenn ich so eine Formel habe, einfach nur ausrechnen, wie, wie ihr Wahrheitswert sich ergibt und nichts weiter äh, ist nötig. Das heißt, die kann ich evaluieren. QBF-Formeln ohne Atome. Und jetzt definiere ich induktiv, was mache ich, wenn ich eine Proposition habe. Wenn eine Formel diese Form hat hier, ähm, das heißt, wenn da steht, es gibt einen Wert für p, sodass die Formel, in der p vorkommt, wahr ist, äh, oder ja, dieses, diese Formel wird wahr, falls ähm, entweder die Formel, die ich erhalte, wenn ich p durch Top ersetze, wahr ist, oder die Formel, die ich erhalte, wenn ich P durch Bottom ersetze, wahr ist. Ja, also ich führe rekursiv die Wahrheit dieser Formel mit dem Existenzquantor zurück auf die Wahrheit von Formeln ohne diesen Existenzquantor und ohne dieses Atom. Ich ersetze alle Vorkommen von P durch entweder durch Top oder durch Bottom. Und das entspricht den beiden möglichen Wahrheitswerten, die ich habe. Und ähm, Sie sehen, ich fange hier mit dieser Ersetzung an von Form. Also das heißt, wenn hier eine lange Kette von Quantoren ist, ist dieses der erste. In diesem F-Teil hier könnte jetzt, so wie ich das schreibe, auch noch, könnten noch mehr Quantoren versteckt sein, ähm, die ich dann als nächstes bearbeiten muss. Okay, und für den all ist es genau dual. Also so eine allquantifizierte Formel mit, ja, für alle P am Anfang, die wird wahr, falls ähm, die Formel mit P ersetzt durch Top wahr ist und. Die Formel mit P ersetzt durch Bottom war ist. Und Sie sehen also der Unterschied zwischen Exists und For All oder Existiert und für alle ist nur in der zwischen oder und und. Ja. Weil es hier nur zwei Möglichkeiten jeweils gibt. Okay, und auf die Art kann ich die Wahrheit aller Formeln definieren und kann leicht ausrechnen, was äh, in einer QPF äh, als Wert ist entsteht. Das kann ich zum Beispiel mal an dem Fall machen, den ich Ihnen auf der vorigen Folie gezeigt hatte. Für alle p existiert ein q, sodass p impliziert q und q impliziert p gilt. Dieses ist wahr laut der Definition hier, genau dann wenn. Also in der Definition würde man jetzt sagen, das ist eine Formel der Form für alle p und dann kommt irgendwas dahinter. Muss ich also den, zwei, den dritten Fall hier betrachten. Das ist also wahr, genau dann wenn die Formel ohne den Al-Quantor, wo also nur der Existenzquantor noch vorkommt, war ist mit p ersetzt durch top, also top impliziert q und q impliziert top ist wahr. Und weil ich in dem dritten Fall bin, außerdem muss die Formel auch mit p ersetzt durch bottom wahr sein. Ja. Diese beiden Dinge müssen gelten. Erstes und zweites. Und das wiederum ist genau dann, wenn äh, genau dann war, wenn ähm, die äh, dieser erste Ausdruck war es und dieser zweite und das lässt sich jeweils nach dem zweiten Fall klären ähm, so ein Existenzausdruck ist also wahr, wenn eine der beiden möglichen Ersetzungen zur Wahrheit führt. Das heißt also, ich kann die erste Zeile so ersetzen, dass ich sage, entweder ist die Formel, wenn ich q durch top ersetze, wahr oder die Formel ist wahr, wenn ich q durch bottom ersetze. Und jetzt müssen Sie sich das geklammert vorstellen. Ja, die erste Zeile muss wahr sein und die zweite Zeile auch. Die zweite Zeile ist auch wieder ähm, Q ersetzt durch Top oder Q ersetzt durch Bottom. Okay, und das, jetzt können wir ausrechnen, all diese Dinge haben ja einen Wahrheitswert. Ja. Top impliziert Top und Top impliziert Top, das ist wahr, also das ist hier 1 gleich 1. Oh, dieses hier wäre falsch, Top impliziert Bottom, kann nicht stimmen. Das wäre also 0 gleich 1, also 1 gleich 1 oder 0 gleich 1 und hier wieder Bottom impliziert Top und Top impliziert Bottom, Top impliziert Bottom ist wieder falsch, also 0 gleich 1. Oder top bottom implicit bottom und bottom implicit bottom Also das ist 1 gleich 1. Also wir haben hier, dieses ist das erste ist wahr und das vierte ist wahr. Und die, das erste ist mit dem zweiten verodert, das äh, dritte mit dem vierten. Also bekommen wir hier oben wahr und unten wahr, Und das wird mit unverknüpft. Das heißt, wir haben insgesamt ermittelt, diese QBF ist wahr. Ja? Also das ist ein bisschen fußgängerisch so, wenn man das einzeln ersetzt. Aber ähm, damit sehen Sie, so kann ein Algorithmus arbeiten. Sie sehen aber auch, das wird ganz schön lang. Ja? Also Sie haben natürlich hier ähm, aus so einer recht kurzen Formel doch recht viele verschiedene Teilbedingungen. Und das ist auch kein Wunder, denn letztlich betrachten wir alle denkbaren Belegungen der Wahrheitswertetabelle in diesen äh, entsprechenden ähm, maximal ersetzten Fällen. Also in den Blättern meines, meines Entscheidungsbaums, wenn Sie so wollen. Das heißt, ich habe hier eigentlich... Jeden, jede Teile der Wahrheitswertetabelle über P und Q habe ich hier repräsentiert. Der einzige Unterschied zu SAT zum Beispiel als ein Problem über Propositionallogik, wo man auch Wahrheitswertetabellen verwenden kann, ist die Art, wie wir das Ganze verknüpfen, also die Klammerung der Verknüpfung und die Verwendung von und und oder äh, in den entsprechenden Stellen. Das ist der Unterschied, aber die Fälle sind immer noch genauso viele wie vorher. Also Sie sehen, es ist immer noch irgendwie exponentiell, aber ich äh, habe jetzt äh, mehr Freiheiten darüber, wie ich die einzelnen, die, die Ergebnisse der einzelnen Zeile der Wahrheitswertetabellen miteinander kombiniere. Bisher war es immer so, satt ist statt gilt, wenn es eine Zeile gibt, in der Wahr steht. Und jetzt ist es hier komplizierter. Jetzt muss ich vielleicht sagen, dass eine bestimmte Teilmenge äh, von Zeilen zusammen behandelt wird und wenn eine davon wahr ist, dann ist es wahr, aber es muss dann noch in einem anderen Teil auch wahr sein. Also ich kann hier einen, einen komplizierteren Entscheidungsbaum aufbauen darüber, ähm, wie die Wahrheitswerte der einzelnen Tabellenzeilen integriert werden zum Gesamtwahrheitswert. Okay, das ist also QBF und ähm, das Problem, was sich daraus jetzt ableitet, ist offensichtlich, äh, ob eine gegebene Formel dieser Art wahr ist oder falsch. Ja? Also wie ich schon gesagt hatte, der wahrheitswert hängt nicht von belegungen ab. er ist fest definiert. die qbf hat einen wahrheitswert. und ich kann also jetzt fragen, ist dieser wahrheitswert wahr? das nennt man das problem true qbf. also die wahre qbf erkennen, welche qbf sind wahr, welche sind falsch. nur diese beiden möglichkeiten gibt es. eins davon muss immer eintreten. und es stellt sich heraus, das ist ein ziemlich starkes problem. es lässt sich zum beispiel satt darauf reduzieren. Ähm, das hatte ich im Prinzip ja schon durch die Beispiele äh, angedeutet. Sat ist eigentlich so eine Art Sonderform von True Q QBF, indem man einfach eine, eine QBF konstruiert, bei der man nur Existenzquanturen verwendet. Also wenn Sie eine gegebene propositionale Formel haben und wollen SAT für diese. Formel lösen, dann ist es das gleiche, als würden Sie vor die Formel einfach eine Reihe von Existenzquantoren schreiben für jede Variable, die darin vorkommt, für jedes Atom, was darin vorkommt, und ähm, dann fragen, ob das eine wahre QBF ist. Ja, dann haben Sie gefragt, gibt es eine Belegung? Existiert eine Belegung für alle Fälle, so dass das wahr ist? Okay, es trug, trug QBF also ein NP-schweres Problem, kann man schon mal erkennen, aber ist es auch äh, Typisch für NP. Und da gibt es Hinweise, dass das nicht so ist, denn ich kann auch Tautologie auf True QBF reduzieren. Tautologie ist ein Co-NP-vollständiges Problem. Ähm, aber ich kann das leicht dadurch ausdrücken, dass ich einfach vor einer gegebenen Formel lauter Allquantoren schreibe. Also allquantifizierte ähm, Propositionen verwende statt Existenzquantifizierte. Dann sage ich, ist es so, dass für jeden Wahrheitswert aller dieser Propositionen, die Formel immer wahr sein muss und wenn das stimmt, dann ist es eine Tautologie. Okay, das heißt also, ich habe ein NP vollständiges und ein QNP vollständiges Problem auf Trug F reduziert und das ist schon, wenn man sowas sieht, ein starker Hinweis dafür, dass das kein Problem ist, was NP vollständig ist oder QNP vollständig, weil wir davon ausgehen, dass QNP und NP nicht die gleiche Klasse sind. Also da äh, scheinen wir irgendwie drüber zu liegen und es gibt tatsächlich noch eine Reihe von Dingen zwischen NP, CoNP und, und PSpace, aber äh, äh, häufig passiert es einem schon, dass man, äh, wenn man Dinge hat, die sowohl stark genug sind für NP als auch für CoNP, dass man dann in einem Schritt zu PSpace weitergeht, dass man also dann auch äh, etwas hat, was schwer ist für PSpace, vielleicht auch noch schwerer. Aber das ist schon, ist schon relativ typisch. Okay, es lohnt sich also, das als äh, dann anzuschauen. Und wir wissen natürlich, okay, wir haben hier ein Video über PSpace, also wird es wahrscheinlich so sein. Okay. Was ich Ihnen hier aber zeigen will, ist zunächst einmal noch nicht die ähm, Schwere des Problems, äh, die wir für die Vollständigkeit ja immer brauchen, sondern ich will überhaupt erstmal nur argumentieren, dass es in PSPACE lösbar ist, dieses True QBF-Problem. Ähm, dass es also immer noch möglich ist, mit wenig Speicher hier auszukommen. Wie könnte das gehen? Es stellt sich heraus, solche PSPACE-Algorithmen sind oft relativ einfach anzugeben und gar nicht so kompliziert. In unserem Fall ist der Algorithmus im Prinzip nur eine algorithmische Darstellung der Definition, die ich Ihnen gerade gegeben habe für den Wahrheitswert. Also Pseudo-Algorithmus, Eingabe ist eine Formel F und ich will jetzt wissen, ist jetzt true QBF wahr oder falsch für diese Eingabe. Ähm, Fallunterscheidung, erster Fall, falls f keine Quantoren hat und ich schreibe das hier so in Anführungszeichen, weil das Pseudo-Pseudo-Code ist, ja, also natürlich müsste man das irgendwie implementieren, aber das ist nicht interessant und das lasse ich hier einfach weg. Also die Bedingung soll sein, f hat keine Quantoren, das muss ich irgendwie umsetzen. Wenn sich das herausstellen soll, das kann man sicherlich leicht testen in ähm, PSPACE, dann äh, gebe ich zurück die aussagenlogische Auswertung von F, auch hier in Anführungszeichen. Da muss natürlich irgendwas gerechnet werden. Also ich meine hier nicht, dass String wird zurückgegeben, sondern ich meine, es wird entweder wahr oder falsch zurückgegeben, je nachdem, was F denn jetzt aussagenlogisch ergibt, wenn man das auswertet. Und das ist auch in P-Space machbar, wenn alle Werte sind ja gegeben, gibt keine Propositionen darin. Man muss mal ausrechnen, was die Operatoren machen. Zweiter Fall, falls F die Form hat, es existiert ein P, sodass unter Formel G das ist der Existenzfall. Dann liefern wir zurück: ähm, rekursiver Aufruf, trueQBF von G mit P ersetzt durch top. Verodert, also mit Boolischem oder kombiniert mit dem rekursiven Aufruf von true QBF von G mit P ersetzt durch bottom. <laughs> okay, also die Ersetzungen hier, dass ich P mit top oder bottom ersetze, das schaffe ich auch in polynomialer in Zeit, in Zeit. Das kann ich auch in, in logarithmischem Speicher äh, schaffen. Und das äh, muss ich also irgendwie ausrechnen und dann trug QBF darauf aus, äh, aufrufen. Und hier habe ich noch einen zweiten solchen Aufruf mit einer anderen Ersetzung. Okay, und für den allquantifizierten Fall ist es genauso, nur dass ich hier ein bursches End zwischen den beiden ähm, zwischen den beiden Teilen habe. So, <laughs> warum ist das jetzt also ein Algorithmus in P Space. Warum kann der in P Space laufen? Das ist vielleicht die wesentliche Frage. Also, warum ist diese Implementierung geeignet, zu zeigen, dass das Problem mit Polynom Speicher gelöst werden kann? Und die Idee letztlich ist, dass solche rekursiven Algorithmen immer eine Tiefensuche durchführen können. Also eine Rekursion, bei der man zuerst in die Tiefe geht und nicht in die Breite. Wenn also, Sie können sich das vorstellen: Es gibt ja hier so verschiedene rekursive Stellen, wo wir zwei rekursive Aufrufe haben. Und wenn ich die beiden nebeneinander mache, dann würde ich doppelt so viel Speicher brauchen. Also, wenn ich, wenn ich beide davon abarbeiten wollte, dann müsste ich ja Speicher haben für den ersten Aufruf und Speicher für den zweiten. Und in jedem Schritt, den ich tiefer gehe, würde ich meinen Speicher verdoppeln. Das wäre dann also exponentielles Wachstum. Aber ich muss es ja nicht so machen. Ich kann auch. Erstmal nur den ersten Wert ausrechnen. So machen das übrigens natürlich auch die meisten Programmiersprachen. Ja, wenn Sie ein logisches Oder haben, dann versuchen Sie das lazy zu evaluieren. Wenn hier wahr herauskommt, dann müsste man den zweiten Teil ja gar nicht mehr anschauen. Da hätte man Arbeit gespart. Also, das heißt, wir äh, evaluieren zuerst diesen Teil. Das kann auch wieder rekursiv bedeuten, dass wir wieder weiter nach unten gehen. Aber irgendwann sind wir an einem Punkt, wo wir dann in den Grundfall kommen, wo keine Aussagen, logisch, keine Quantoren mehr auftauchen. Ähm, wir gehen also so weit da hinein, wie es geht. Und je nachdem, was dann zurückkommt, müssen wir vielleicht noch den zweiten Teil auch wieder in die Tiefe bearbeiten oder auch nicht. Ähm, wenn der Wert hier wahr ist, dann muss ich den zweiten gleich mal anschauen. Aber selbst das heißt, wenn ich ihn anschauen muss, ist es völlig in Ordnung. Denn den Speicher, den ich benötigt habe, um den ersten Aufruf durchzuführen, den habe ich inzwischen wieder freigegeben. Ich merke mir nur, dass hier, war, dass hier falsch herauskam, wenn falsch herauskam, und suche dann, ob vielleicht hier wahr herauskommt. Ja. Das heißt, wenn ich so arbeite und äh, immer die Rekursion äh, in die Tiefe bevorzuge, dann brauche ich recht wenig Speicher. Ich muss natürlich auf jeder e Rekursionsebene mehr speichern, wie ich rekursiv aufgerufen hab, äh, äh, habe. Das ist sozusagen der, der Aufrufstack der Funktionen, die hier benutzt werden. Ähm, und wenn man jetzt hier diese Ersetzung ähm, jeweils syntaktisch ausführt, dann würde man tatsächlich in jedem Schritt... Nochmal den gesamten Speicher der Formel brauchen. Ja, weil der String, den ich durch die Ersetzung erhalte, wird immer wieder genauso lang sein wie der originale Input, abzüglich des Quantors, den ich gerade ersetzt habe. Das heißt, auf jeder Ebene würde linear viel Speicher hinzukommen. Es gibt aber nur linear viele Ebenen. Das heißt, ich habe immer noch quadratisch viel Speicher. Ich kann es aber auch ein bisschen schlauer machen, dass ich nur insgesamt linear viel Speicher brauche. Ich muss mir ja nur merken, was ich gerade wie ersetzt habe. Ich muss das ja nicht wirklich durch Kopie eines neuen Strings jedes Mal machen. Okay. Gut, das heißt also, ich kann diesen, äh, diesen Algorithmus mit wenig Speicher abarbeiten, immer nur einen Pfad betrachten. Das geht hier übrigens auch. Also, dass das hier ein und ist, macht keinen Unterschied. Das kann ich zwar, das kann ich auch lazy evaluieren, ja. Also, wenn hier falsch herauskommt, dann muss ich den zweiten Teil nicht mehr machen, aber es tut hier nichts zur Sache. Ich kann auch auf jeden Fall erst nur diesen Wert berechnen, mir dann den Wert, der hier zurückgeliefert wurde, merken, ohne dass ich den Speicher, den ich zur Berechnung brauche, noch belege und dann in den zweiten äh, Ast gehen und dort den Wert berechnen. Ja. Okay, das heißt also, das ist ein Algorithmus, der Polynomenspeicher benötigt, und das zeigt also dieses Enthaltensein in P-Space. Ähm, und äh, was hier schon ganz nützlich ist, wenn man das so sieht, ist die Vorstellung, dass es sich um einen Baum handelt. Ja? Dass wir irgendwie Schritt für Schritt, Quanto für Quanto nach unten gehen und an, in jeder Ebene entweder ein Und oder ein Oder zur Kombinierung der Teilergebnisse aus den Teilbäumen, die darunter liegen, verwenden. Also das ist, das ist die Struktur und so ähnlich war es ja auch schon in dem Beispiel am Anfang, als ich Ihnen gezeigt habe, wie man die, den Wahrheitswert ausrechnet mit und und oder. Am Ende ist das auch so eine Art Baum, wenn sie, wenn sie um diesen großen Ausdruck, den man da erreicht, äh, erhält durch die Auflösung der Semantik, entsprechende Klammern setzen. Dann haben sie ganz außen als äußersten Operator das, das End gehabt in meinem Fall und auf, der, auf den unteren Ebenen herunter als Teilbäume das Oder. Und ähm, so einen Klammerausdruck können Sie natürlich auch immer als Baumstruktur verstehen, indem Sie einfach die syntaktische Struktur sich als Baum vorstellen, ja. Und dann sehen Sie, dass wir hier letztlich einen großen Baum haben, in dem wir suchen oder in dem wir Berechnungen durchführen und bei dem wir die Teilergebnisse aus den verschiedenen Bereichen immer kontextabhängig integrieren, mit und oder mit oder. Und das ändert das Ganze spielt ein bisschen, denn äh, wir haben plötzlich nicht mehr das, äh, die, die 1 zu 1-Beziehung zu dem, was unsere nicht-deterministischen Turing-Maschinen tun. Ja, die nicht-deterministischen Turing-Maschinen haben ja auch im Prinzip so eine Art Baum betrachtet, ja. Das ist äh, durch jede Entscheidung, die man trifft, nicht deterministisch ähm, entscheidet man sich in einem bestimmten Unterbereich, äh, Unterteilbaum weiterzusuchen. Aber wenn eine dieser Entscheidungen zu Akzeptanz führt, dann kann man sofort abbrechen und akzeptieren. Also wir hatten das immer so gesagt, dass die Turing-Maschine kann die richtigen Entscheidungen raten. Hier dagegen reicht das nicht aus. Wenn, dies, wenn alles nur oder wäre, dann würde es reichen, zu raten, die richtigen. Wir müssten nur den einen Weg finden, wie man zur Akzeptanz kommt. Aber wenn wir einen Fall antreffen, wo wir ein Allquantor stehen haben, wo entsteht, steht, dann ähm, reicht es nicht zu raten. Ich muss am Ende beide Ergebnisse anschauen. Wenn ich beide Ergebnisse habe, kann ich sie integrieren. Das heißt, äh, wir sehen hier, da, da passiert irgendwie was mehr, was über dem, das hinausgeht, was die nicht-deterministischen Tool-Maschinen schon können. Okay, gut. Ähm, damit möchte ich jetzt noch äh, zum Abschluss Ihnen definieren, was p vollständigkeit und p schwere äh, ist und ein paar Beispiele dafür geben. Und wir werden dann beim nächsten Mal damit weitermachen und zu sehen, wie genau man das zeigt. Allgemein ist die Definition ganz unüberraschend, die kennen Sie so schon. Ein Problem Q ist P-Space schwer, wenn für jedes Problem P in P-Space eine polynomielle Reduktion von P auf Q existiert. Gleiche Definition wie bei NP, nur mit P-Space. Und wir benutzen auch hier polynomielle Reduktionen, das schadet nicht. Wir wollen sie nicht stärker machen, polynomial reicht völlig aus, aber wir müssen sie auch nicht schwächer machen, da ja P-Space noch stärker ist als NP, ist hier keine Gefahr, dass die Polynomia-Reduktion schon das Problem lösen wird. Okay, und Q ist P-Space vollständig, wenn es P-Space schwer ist und in P-Space liegt. <laughs> okay, das ist also die normale Definition und Sie haben es geahnt, True QBF ist P-Space schwer. Und damit P-Space vollständig, die Inklusion haben wir ja gerade gezeigt. Ähm, das werde ich Ihnen beim nächsten Mal zeigen, das will ich jetzt nicht machen im Detail, aber äh, das zu durchdringen hilft auch noch ein bisschen besser zu verstehen, wie, wie PSpace so tickt. Ähm, ich möchte Ihnen stattdessen noch ein paar Beispiele. Liefern für andere piece-basige Probleme, die auch so ähnlich ticken. Und insbesondere kommen wir da zu dem Thema der Spiele. Denn Schachspiel war ja beim, am Anfang schon genannt als, als eine Art Spiel. Das ist aber, wie wir sehen werden, vielleicht nicht das typische Beispiel. Aber ähm, allgemein kann man viel über Spiele äh, sagen in der Komplexitätstheorie ähm, und muss dazu allerdings für jedes Spiel erstmal erklären, was ist das Entscheidungsproblem? Ja, Komplexität hat immer mit, mit Entscheidungen zu tun, ja, nein. Ähm, Spiele haben damit zu tun, zu gewinnen. Also ist die Frage, wie was ist das, was ist die Frage, die ich hier entscheiden soll bei einem Spiel, speziell bei einem Spiel, an dem zwei Spieler teilnehmen. Ähm, das können wir mal mit einem ganz einfachen Pseudospiel ähm, beginnen, was äh, True QBF entspricht, letztlich, ja. Man kann True QBF als Spiel auffassen. Ähm, dabei sage ich, das Spielbrett oder das, das, die, der Inhalt des Spiels, die aktuelle Konfiguration, auf der man spielt, ist eine QBF. Die ist also gegeben. Es gibt zwei Spieler, den mit den Allquantoren, den nenne ich hier mal Anton, und den mit den Existenzquantoren, die nenne ich hier mal Emilia. Ähm, Anton und Emilia spielen also und wählen der Reihe nach Wahrheitswerte. Also, das heißt, das Spiel besteht darin, dass man abwechselnd oder mehr oder weniger abwechselt einen Wahrheitswert auswählen darf. Jedes Mal, wenn am Anfang der QBF ein ähm, Alquantor steht, mit einem A wie Anton, dann darf Anton einen Wert für P wählen und den Quantor löschen. Das heißt, immer wenn Alquantoren -Al vorne stehen, ist Anton am Zug. Wenn ein Existenzquantor vorne steht, dann ist Emilia am Zug. Darf einen Wert für den entsprechend quantifizierten äh, Buchstaben hier wählen, die, die, das Atom wählen und den Quantor entfernen. Am Ende gewinnt äh, Emilia, wenn die Formel wahr wird, nachdem alle Quantoren entfernt sind, also mit der gewählten Belegung für die Propositionen. Okay. Und. Jetzt kann man sich fragen, ja, was hat das? Wieso ist das jetzt True QBF als Spiel? Also ich sehe hier irgendwie QBFs kommt drin vor, ähm, aber was hat jetzt dies, das Problem True QBF mit dem Problem dieses Spiels zu tun? Und ähm, die Beobachtung ist, dass Emilia eine Gewinnstrategie in diesem Formelspiel hat, genau dann, wenn die QBF wahr ist, also wenn True QBF ähm, akzeptiert was heißt eine Gewinnstrategie eine Gewinnstrategie heißt ich habe einen Zug den ich durchführen kann so dass für alle Züge die mein Gegenüber machen kann ich einen Antwortzug habe so dass für alle Züge die mein Gegenüber machen kann und so weiter und so fort das Spiel so endet dass ich gewinne ja? also und da sehen Sie jetzt plötzlich wie diese alternierenden Quantoren also dieses abwechselnde für alle und existiert etwas mit zwei Spielerspielen zu tun haben. Ja, wenn ich ein zwei Spielerspiel -Spiel gewinnen will, dann muss ich immer so mich bewegen. Es muss für mich einen Zug geben, so dass ich für alle Züge, die der da Gegner dann antworten kann, wieder einen Zug habe. Es muss wieder einen Zug geben, so dass ich wieder weiterkomme. Also es gibt dieses abwechselnde existiert für alle. Das, äh, und das ist also hier genau der Fall. Emilia möchte, dass die Formel wahr wird. Und wenn Emilia das erzwingen kann, durch die Auswahl der existenziellen Variablen und für alle Belegungen, die, die Anton äh, wählen kann, wenn er am Zug ist, es nur möglich ist, äh, trotzdem zu verlieren, ja, dann äh, ist also True QBF wahr. Das ist genau dann der Fall. Ne? Geht natürlich immer davon aus bei so einer Gewinnstrategie, dass die Spieler perfekt sind, ja? also das Spiel völlig durchschauen. Ansonsten äh, in der Praxis ist natürlich schwierig. Haben wir auch gesehen beim Schachspiel äh, und dem Matt. Was man da erzwingen kann. Ja. Also, da würde man auch einen sehr langen Spielbaum konstruieren müssen unter Umständen, um herauszufinden, ähm, dass wirklich jede mögliche Kombination von Antworten da zu einem äh, Sieg von Weiß in dem Fall führt. Okay, das also ein Spiel, so eine Art Spiel, ja. Aber eins, bei dem wir zumindest direkt sehen können, dass es ähm, 2QBF entspricht können Sie noch mal drüber nachdenken in Ruhe, wenn Sie es noch nicht ganz sehen. Aber wir werden hier nichts weiter beweisen. Es ist im Prinzip nur eine Umformulierung des, der Semantik von äh, QBF. Okay. Kommen wir noch zu einem Spiel, was ein bisschen mehr wie ein Spiel ist. Sie kennen das Kinderspiel. Ähm, zwei Spieler benennen abwechselnd Städte. Jede Stadt muss mit dem letzten Buchstaben der zuvor genannten beginnen. Wiederholungen sind verboten. Der erste Spieler, der keine Stadt mehr nennen kann, verliert. Ein Kinderspiel. Okay. Wie können wir das mathematisieren? Ähm, ganz einfach. Analoges Spiel. Zwei Spieler markieren Knoten in einem gerichteten Graphen. Also gegeben ist ein gerichteter Graph. Wir markieren Knoten. Jeder Knoten, der markiert wird, muss Nachfolger des vorigen Knoten sein. Wiederholungen sind verboten. Der erste Spieler, der keinen Knoten mehr markieren kann, verliert. Warum könnte das passieren? Ja, weil entweder kein Folgeknoten da ist mehr oder weil alle Folgeknoten schon markiert wurden. Wieso sind das analoge Spiele oder wieso ist das untere eine Verallgemeinerung des oberen? Naja, ähm, wir können uns die Städte, die existieren, als Graph vorstellen. Ja? Also ich könnte sagen, es gibt für jede, Gra für jede Stadt einen Knoten in diesem Graphen und wenn die erste Stadt äh, Dresden zum Beispiel lautet, dann muss die nächste Stadt mit N beginnen. Dann hätte ich also zum Beispiel einen Pfeil von Dresden nach Nürnberg in diesem Graphen und äh, zu allen anderen Städten, die mit N beginnen und so weiter und so fort. Also auf diese Art kann ich also das Stadtspiel in einen Graphen überführen ähm, und dann äh, entsprechend äh, auf dem Graphen spielen städte dürfen nicht doppelt vorkommen wiederholungen sind auch im grafen verboten und ähm, irgendwann verliert man das heißt es ist völlig analog bis auf äh, die tatsache dass es natürlich ein ganz anderes spiel ist ja sie sehen dass der, der spaß des spiels hier oben besteht natürlich im wesentlichen daran, da, darin dass die kinder den grafen nicht kennen das heißt also dass man äh, sich neue städte überlegen muss wohingegen hier unten der graf für beide vollständig gegeben ist und die herausforderung darin besteht taktisch so an einen bestimmten Ort des Grafen zu navigieren, dass letztlich der andere keine Möglichkeiten mehr hat. Das ist also, ein, also wenn Sie es spielen würden, würden Sie merken, dass ein ganz großer Unterschied zwischen den beiden besteht, aber wir können das trotzdem als Abstraktion äh, hier auffassen. Ähm, hier oben steht Sipsers Geography. Ähm, das ist äh, deshalb so benannt, weil das äh, von äh, Michael Sipser aus dem Lehrbuch, was ich Ihnen auch in den äh, Literaturempfehlungen genannt habe, stammt. Und äh, er hat dieses äh, Spiel als Geography bezeichnet, eben weil es aus so einem geografischen Kinderspiel ähm, abgeleitet ist. Okay, das wiederum führt uns zu einem Entscheidungsproblem. Gegeben ist also ein beliebiger gerichteter Graph mit einem Startknoten, bei dem wir beginnen. Und die Frage ist dann wiederum, hat Emilia eine Gewinnstrategie für dieses Spiel? Also wir haben wieder zwei Spieler, Emilia und Anton, die... Existenzielle Spielerin und der, der universelle Spieler. Und äh, jetzt ist die Frage: Hat einer von denen eine Gewinnstrategie? Okay. Auch hier wird sich herausstellen, es ist space vollständig. Ähm, und auch das werden wir in der nächsten Vorlesung sehen. Okay. Gut. Was ist also mit Schach? Da Darüber sollte ich vielleicht noch was sagen am Ende. Ich hatte am Anfang das als Beispiel für ein schwereres Problem genannt, bei dem wir keine einfachen Zertifikate finden. Ist das also auch ein space problem ähm, Naja, zunächst einmal ist die Frage, und die können Sie sich schon selbst beantworten, was äh, ist denn die Komplexität von Schach? Also wenn ich fragen würde, ich gebe Ihnen ein Schachbrett mit einer bestimmten Konfiguration, das ist die Eingabe, und die Frage ist jetzt, hat Weiß eine Gewinnstrategie? Wie schwer ist dieses Problem? Und naja, äh, ich sage, das können sie schon herauskriegen, das ist also nicht schwer zu lösen und äh, die, der entscheidende, die entscheidende Beobachtung ist natürlich, dass ein Schachbrett eine feste Größe hat und dass es nur bestimmte Figuren gibt, sodass also Schach selbst eine, ein endliches Spiel ist. Ja? Es gibt endlich viele mögliche Stellungen äh, und jeder hat, äh, in jeder hat entweder weiß eine Gewinnstrategie oder nicht. Das heißt also, das ist eine endliche Sprache, äh, und endliche Sprachen sind in konstanter Zeit entscheidbar. Äh, das ist eine unbefriedigende Antwort. Warum ist es eine unbefriedigende Antwort? Naja, weil die Konfigurationen beim Schach äh, astronomisch viele sind. Das heißt also, endlich ja, aber so, so groß trotzdem, dass es unmöglich ist, all diese Konfigurationen zu speichern. Sie erinnern sich Reiskörner auf dem Schachbrett, ja, da kommt eine Menge bei raus. Ähm, und äh, diese Art von äh, Lösung des Problems ist also keine Lösung, die uns wirklich eine gute Abschätzung dafür liefert, wie schwer das Problem in der Praxis zu lösen ist, weil es eben nicht möglich ist, einfach nur die Liste aller Ja-Antworten abzuspeichern, also aller positiven Instanzen und dann nachzuschlagen. Dafür reicht das, was wir im Universum an Atomen zur Verfügung haben, leider nicht aus. Ähm, das heißt also. So funktioniert das nicht. Trotzdem, die Komplexitätstheorie sagt, es ist endlich und damit stehen wir hier bei O1. Was können wir tun, um das Problem Schach besser zu verstehen? Ähm, dazu müssen wir ähm, das Problem so abwandeln, dass es nicht mehr durch einfache Nachschlagetabellen, die noch so groß sein mögen, lösbar ist. Sondern da, da, so, dass man tatsächlich die Regeln betrachten muss und die Ko Konfiguration auf dem Schachbrett. Und dazu. Ähm, verallgemeinert man Schach, äh, so wie man das bei vielen Spielen übrigens macht, wenn man ihre Komplexität erforschen möchte in der, äh, in der Komplexitätstheorie. Viele Spiele, die wir spielen, sind irgendwie inhärent endlich. Ähm, aber um sie komplexitätsseitig zu verstehen, verallgemeinern sie bei, wir sie. Bei Schach zum Beispiel können wir ein beliebig großes Spielbrett verwenden und beliebig viele Figuren zulassen. Dann haben wir schon äh, sehr große Instanzen zur Verfügung. Und äh, wenn wir das tun, dann ist die Frage, äh, die wir, ob, ob es eine Gewinnstrategie gibt, X-Time vollständig tatsächlich, hat sich herausgestellt. Und das heißt vermutlich auch nicht in peace -Base. Wir wissen auch nicht so richtig, ist X-Time jetzt größer als peace -Base oder nur gleich. Aber in der Hierarchie, über die wir gesprochen hatten, liegt X-Time auf jeden Fall über peace -Base Und wir gehen also stark davon aus, dass es kein peace -Base problem ist. Die Intuition dazu ist, ähm, dass bei Schach die Spiele noch viel länger dauern können als das, was ich Ihnen jetzt an Spielen genannt hatte. Schwach, Schach ist schwerer als typische P.S.P.-Spiele, weil man hier Züge rückgängig machen kann. Ähm, das heißt, ich kann äh, Figuren hin und her bewegen. Im Übrigen äh, Beliebig lang kann ich das in echten Schachturnieren nicht tun. Da gibt es Regeln, die sicherstellen, dass ein Spiel, nachdem eine bestimmte Zeit lang kein Ergebnis erzielt worden ist und keine Figuren mehr geschlagen worden sind, automatisch mit einem Remis endet. Das muss man außer Kraft setzen, damit man so lange Spiele überhaupt spielen kann. Auch schon das mit den 262, wenn ich mich recht erinnere, Zügen um Weiß gewinnen zu lassen. Das heißt, man kann relativ oft hin und her ziehen beim Schach und auch äh, Figuren zurücksetzen an Stellen, wo sie schon vorher standen. Wenn Sie das vergleichen mit dem äh, Geography-Spiel oder mit dem Formel-Spiel, dann sehen Sie, das ist ein großer Unterschied. Ja? Bei diesen Spielen war es nämlich so, dass man nur eine begrenzte Anzahl an Zügen machen kann. Wenn alle Quantoren abgearbeitet sind oder wenn alle, äh, Kanten, alle Knoten im Graphen markiert sind, wird das Spiel automatisch enden. Und das heißt, man weiß von vornherein, dass die Spiele. Für sich genommen nicht sehr lange gehen. Die gehen nur polynomial lange. Es gibt nur trotzdem sehr viele Spiele, die man betrachten muss, aber die, jedes einzelne Spiel hat, ist nicht allzu lang. So ist es ja auch bei QBF. Jede einzelne Belegung für die QBF ist nicht groß. Es gibt nur ebenso viele. Und das ist bei Schach anders. Bei Schach kann es auch einfach sehr, sehr lange Spiele geben und davon gibt es dann auch noch viele. Und deshalb Ex-Time. im Prinzip. Okay. Gut, ähm, das ist das, was ich Ihnen für heute erzählen wollte. Beim ähm, äh, nächsten Mal wollen wir weiter äh, P-Space anschauen. Ich hatte Ihnen versprochen, dass ich einige von diesen Vollständigkeitsbehauptungen, die ich hier aufstelle, auch noch beweisen kann. Das wird uns auch noch ein bisschen Intuition mit, mitgeben und ich, äh, wir können dann auch noch äh, stärker äh, uns noch nochmal klar machen, wie das alles mit Alternierung von Quantoren zu tun hat. Und dann sehen wir auch noch ein paar praktische Probleme, die in p sind später. Ähm, okay, dann äh, bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.